Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Edgewoded, da wo ich die ganze Zeit Arsch voll kriege. Guck mal, hier lebt sogar noch einer. Nein, nicht fressen, aua! Boah. Ach, Junge. Brudi. Also das Gebiet hier, tschüss, Alter. Tschüss. So, aber wir wollen jetzt zu der Brücke darüber. Mal gucken, was da geht. Wir haben ja hier ein Kreisblatt gekriegt. Also, ne? Oh. Oh, da ist Mutti. Mutti ist auch da. Oh! Du bist nicht Mutti. Alter. Alter, ich gebe ja wirklich alles, was ich habe, ne? Okay. So, jetzt Mutti. Oder kommt noch einer? Plünderer Rudel, Mutti! Oh, die ruft Runde. Alter, ich bin... Blöd. Ah, direkt umgefallen. Wollen wir mal die Sachen wiederholen, wa? Alter, die werfen mich einmal mit diesem Schmutz an. Oh ne, ich hab gedacht, wir sind schon echt gut. Aber ich krieg von denen ordentlich aufs Maul. Also sind wir überhaupt noch nicht gut. Und das ist ja jetzt quasi das Gebiet, wo wir eigentlich hin müssen, ne? Schaut auf euch. Was hier? Schweinehöhle? Grund. Haselnüsse auch. Da wirst du zwar mit Tod geschissen, aber 20er Stack nur. Schon mies. Aber wer weiß, wenn man die kocht oder so. Vielleicht ist das ja genauso gut wie Popcorn. So, mal gucken, ob wir an unsere Sachen rankommen, ohne zu sterben. Hey, hey, hey. Ich habe euch doch getötet. Ja, Mutti steht genau davor. Gar nicht gut. Ja, ich weiß nicht. Einfach von hier hinten, ganz feige. Ich bin Feigen-Ben! Siehst du mich hier drinnen?
Ich glaube, die sieht mich hier drin, ne? Ich will nicht treffen lassen. Tschö! Eine Hose. Und natürlich ein Kopf. Beides, was wir brauchen. Puh, ich bin richtig zur Seite gerutscht, weil ich richtig Angst hatte. So, das ist für die Hose. Wir können die Hose ja schon mal angucken. Ah, dann habe ich alles noch nicht, die Hose. Dann schmeiße ich die Haselnüsse weg. Auf die 9 kommt es dann ja auch nicht mal an. So, korrekte Hose. Also, wir haben eine 2610. Oh, die ist ja deutlich besser. Verlieren aber wieder Leben. Aber egal. Ich sehe aus wie Robin Hood. Ja, seh. In Lack und Leder. Hui. Ja, das ganze Gemurre hier, ne? So, was haben wir hier? Was hat Mutti bewacht? Was ist das? 5 Minuten Licht. Was hat Mutti noch bewacht? Das ist ein Dummy. Und das ihre Püppchen sein. Stadtmauerblöcke. Stadtmauerblöcke. Ja, dann nehme ich den jetzt einfach. Tschü. Vor allem, weil wir auch dadurch auch noch das Rezept kriegen, ne? Quest abgeschlossen. Turm der Sterne? Hier war eine Quest. Nahkampfwaffe. 43er Schaden. 43. Der hat nur 39 und das ist Legendary. Aber den kann man ja noch ordentlich hochputschen. Und der ist schon... Ich weiß nicht. Ich mag Einhänder lieber. Ich meine, die 2 Tomaten können eigentlich weg, ne? So, was ist hier oben? Oh, nichts mehr. Okay, ja, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, gehen wir doch... Nee, wir gehen noch nicht zurück. Uno momento. Provovo. Ah! Kapuze des Bogenschützen. Warte mal. Was hat die denn für Werte? 18, 18? 18, 18. Ist natürlich wieder geiler als unsere, ne? Aber die hat halt Hinterhalt gedöns. Wuhu!
Ja, alles sehr, sehr interessant. Ja, also ich würde sagen, hier bauen wir unser Flammaltar hin, aber wir haben keine Steine, richtig? Wir brauchen 3, 5 Steine. Also das sollte ja das kleinste Problem sein, ne? Ich meine, zur Not einfach hier reinbuddeln. Und dann hat man Stein. Aber was schmeißen wir dafür wieder weg? Die Erde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann bauen wir uns jetzt ein Flammenaltar. Und batschen ihn uns hier hin. So, die Frage ist, wo batschen wir das jetzt hin? Schweine! Du baust hier nicht dein Zuhause hin. Das lassen wir nicht zu. Nicht im Schweinegebiet. Ruhig. Ruhig. Kann ich da hoch? Ah. Schade, dass ich das nicht hier oben drauf batschen kann. So. Hier batsche ich das jetzt hin. Yay. Und dann können wir nach Hause. Nach Hause? Alle Rezepte anschicken. Anschicken und kicken, während du abonnierst. Schickimicktitti. So. Geben wir ihm doch erstmal sein Blatt. Oder hat er das automatisch schon? Weil das Blatt habe ich ja jetzt hier. Ah, dafür brauche ich das. Ah, oh, Nägel, so viele Nägel. Aber den können wir bauen. Wir können so vieles bauen, aber ich brauche erstmal Platz. Ja, ja. Ja, oh, er hat auch noch irgendwas. Oh, warte. Stadtmauer. Dachschindel. Oh. Okay. Okay, dann gebrannte Kacke, ja. Hi. Erzählungen. Weißt du, ich bin in der Hauptstadt aufgewachsen. Da hat man sich Geschichten erzählt. Geschichten, die ich auch mit meiner Tochter geteilt habe. Manchmal leuchten nachts schwache Lichter in den Fluten. Ein Zeichen der gnädigen Herrscher von Königin Erlands. Meine Tochter sagte, sie hätte sie einmal gesehen. Kindermärchen, dachte ich. Aber wer weiß, in Gluttal sind schon seltsamere Dinge passiert. Geschichten aus der Ferne. So, erstmal alle Markierungen hier wegmachen. Aber da habe ich auch nicht jedes Mal Lust, weil es ja auch immer mehr werden. Oh, hier linke Seite, Alter. Shish! Und da. So. Boom. Ich brauche den Ring und eine Kiste. Boom. Boom. Mutti kommt hier auch rein. Boom. Bernstein. Dann sollte hier vielleicht auch. Also auf jeden Fall auch Erz rein. Und Lehmklumpen rein, oder? Ja, das ist so viel. Also eigentlich ja, aber. Hmm.
Muss man die auch anpflanzen eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Nehmen wir mal mit. Die Waldrübe auch. So. Kettenblitz habe ich ja jetzt nicht mehr. Ne? Habe ich ja komplett verbraten. Ich habe zu viel dabei. Ich habe einfach zu viel dabei. Ah ne, die Legendary-Waffe. Kommt hier! Legendary! Und noch mehr Pfeile. Pum. Erst ein normaler Holzpfeil. Dann der. Und die ganzen Bombengedöns. Ja, ich brauche definitiv eine neue Dingsen. So, was für Fleisch nehmen wir mit? Stärke. Nehmen wir das hier mit. Haselnuss neu. Oh, mal gucken. So. Hier haben wir Busch. Hier haben wir Busch. Dann kommt hier jetzt hin Rübe. So. Hier ist auch Busch. Und hier kommt jetzt hin das hier. Und da kommt rein das hier. Allerdings auch Miasma und Knochen. Okay, Bruder. Busch. Also Büsche haben wir jetzt wirklich. En masse. Kamille. Siehst du? Kamille kommt hier rein. So, was haben wir hier? Laub. Tanne. Nochmal Tanne. Okay, warte. Dann kommt hier rein. Okay, warte mal. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 14 Rezepte. Und wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das heißt, Laub, Tanne sind doppelt alle, ne? Tanne, Laub, Tanne. Okay, dann kommt das hier wieder rein. Und das kommt hier zum Busch. Busch. Alter, wer pflanzt bitte 500 Bäume, sag mal. So. Dann muss ich mal gucken. Habe ich hier Tomaten? Habe ich hier Erdbeeren? Habe ich hier Beeren? Pilze. So viele Pilze. Mais. Ich müsste eigentlich so Schilder davor stellen. Damit man nicht immer gucken muss und suchen muss. Was mache ich dann mit den Haselnüssen? Das ist ja ein Getreideprodukt. Habe ich aber nichts von, ne? Okay, Indigo-Pflanze und so brauche ich auch alles nicht, oder? Hat auch hier Flachs. Ich habe da nicht drauf geachtet. Euro-Dingsen. Hier Indigo. So. Haselnuss und so. Ja, dann mache ich die Haselnüsse hier rein, oder? Ja, passt gar nicht. Oder? Haselnüsse hier rein. Und das Fleisch. Fasern, Holz, oh Mann. Noch mehr Haselnüsse.
Okay, dafür brauche ich eine komplett neue Kiste. Nur für die Sachen hier. So. Dann gehen wir da mal gucken. Kollege. Ah, die Nägel, die Nägel. Aber warte mal, ich habe doch hier. Damit ich nicht immer so weit laufen muss. So, Nägel. Nägel. Ich kann hier keine Nägel machen. Warum nicht? Warum nicht? Ich kann die Nägel nur bei ihm machen. Und davon brauchen wir auch ein paar. So. Nägel. Schnauze. Direkt am Rummeckern. Ich muss arbeiten. So, Tischsäge. Pum. Brennofen. Pum. Ja, Schnauze. So, wollen wir hier draußen arbeiten? Ja, eigentlich ja. Da drin ist ja seine Bude. Gearbeitet wird, wenn dann hier. So. Ja, der Brennofen, ne? Den würde ich ja hier drinnen ja schon fühlen. Ja, dann brauche ich wieder einen Kamin, ne? Ich habe ja schon den. Hm. Wir gehen erstmal schlafen, bevor ich mich um irgendwelche... Ah, der Brennofen kann auch hier wieder rein, ne? Hier haben wir ja auch schon einen Ofen. Endlich aufnehmen, schlafen. Ja. Und eins, zwei, und müde und hungrig. Haben wir hier eigentlich auch neue Rezepte? Warum sind hier so Dinger? Die sind doch anscheinend wichtig. Ja, was mache ich jetzt hiermit? Oder baue ich eine extra Ofenhütte? Nee, ne? Wäre zu wild, oder? Also, dass es hier wieder runter geht. Also hier drinnen wäre nicht gut. Aber hier vielleicht so? Ich packe ihn erstmal hier hin. Das triggert mich hier oben noch, ne? Dass das eindeutig zu hoch ist. Und wenn ich springe, landet das blonde Haar direkt. Ja, hier ist deutlich zu hoch. So, was können wir hier bauen? Nur Ziegel. Jetzt kommt doch das Wichtige. Nämlich Holzbretter. Dafür brauchen wir Scheiten. Holzscheiten, die haben wir. Hier. Nehmen wir doch mal 110. Sehr großzügig. Das sind dann 55 Bretter.
zwei Stunden dauert das jetzt. Guck mal, Korbel. So. Und dann haben wir's. Metallplattennägel. Der Gleiter, dafür brauchen wir Leinen. Die haben wir noch nicht. Und Miasma-Säcke. Haben wir ein paar, ich weiß gar nicht, wo wir die haben. Hier. Greifhaken. Wir haben ja einen Greifhaken. Hätten wir einen besseren. Erfordert weniger Ausdauer. Und größere Entfernungen. Ja, warum nicht, oder? Warum nicht? So. Und eine Seele. Dann verbessern wir doch mal unseren Gravehaken. So. Das ist nicht der offizielle Weg. Kannst du mal wieder durch die Tür kommen? So, erstellen. Pum. Dann haben wir den Feuerstellen. Ah, dafür brauchen wir schon. Das sieht aber auch schon cool aus, ne? Statt diesen Gedöns. Guck mal, direkt 4 Komfort. Die Bronze. Ja. Geschirr. Ah, Lehmdinger. Aber wofür brauchte ich nochmal. Ach ja, Lehm brauchte ich hierfür. Den haben wir ja jetzt. So, die fehlen uns halt noch. Okay. Beziehungsweise haben wir. Oh, 12. Und dann brauche ich ein paar Bretter mehr. Ich brauche ja mindestens. Ja. Eine Menge. Komm, er kriegt nochmal. Dann haben wir 110 Bretter. Das reicht für 9 Truhen. So. Man kann natürlich ihnen auch 2 geben, ne? Also, man kann ja auch 2 hier einbauen. Dann sind die Dämme so schnell. Ausrüsten. Hatte ich nicht noch Fähigkeit? Oh, 6 Punkte haben wir. Alle Brutfeinde im Umkreis von 10 Meter erhalten pro zusätzlichen Schaden. Also doppelt Schaden direkt. Ja, doppelt Schaden nehmen wir mit. So. Oder ist das 4-fach Schaden? Weil 2 Intelligenz. So, Blitz. So, hier nochmal Intelligenz. Beim Angriff mit einer Magie erhöht sich den Crit. Miasma-Schaden. Was heißt denn Miasma-Schaden? Beim Crit mit einer Magie trifft der Angriff automatisch einen zweiten Gegner im Umkreis. Pro 5 Schockschaden. Ein kritischer Angriff mit einer magischen Waffe trifft alle Gegner im Umkreis von 20 und das Ziel und verursacht 2 Schocks. Ach, mein Daumen, ey. Nur am Knacken. Hilfe. Und Frost. Eigentlich. Eisschaden wäre ja eigentlich auch schon gut, ne? Weil wir ja den unendlichen Eis haben. Hier müssten wir eigentlich auch hin, aber. Ja. Du verschirmst eine heilende Aura. Alle 2 Stufen der Flamme gewähren einen Intelligenzpunkt. Intelligenz. Wenn du von einem Feind getötet wirst, werden alle Verbündeten geheilt. Okay. Was kann denn der Gauner noch so? Willenskraft, Gegenschlag, Willenskraft, Intelligenz. Ein magischer Schlag, der getroffene Feinde wegstößt und betäubt. Ersetzt deine unbewaffneten Angriffe, solange du nötige Mana zur Verfügung hast. 30 Mana. Was? Intelligenz. Beim Crit mit einem Zauber wird das Ziel betäubt.
Ja. Der kann eigentlich weg. Also den habe ich halt Quatsch gebaut, ne? Obwohl vielleicht mehr Rüstung wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? Ein bisschen tanky. Ehrlicher Schatten, Erzfeind. Die maximale Menge an physischen Schaden, die deine Rüstung abwehren kann, wird um 10% erhöht. Ausweichangriff. Kampfheilung. Wenn du mit einer magischen Waffe einen kritischen Treffer landest, besteht 50%ige Chance, 2 Gesundheit, Mana oder Ausdauer-Orbs zu sparen. Das Sammeln von Orbs. Wenn du einen Gegner mit einer magischen Waffe tötest, regeneriert alle Spieler im Umkreis von 15 Meter. Wenn dein Mana unter 20%. Ja, auch nicht so toll. Das ist ja einfach nur, dass ich mehr Heilung hatte. 50 Leben mehr. Hier war auch nochmal 50 Leben mehr. Und dann diesen Gnadenstoß. Wiederbeleben. Schneller betäuben. Das sollte man vielleicht auch machen, ne? Die Grunddauer für den Ausgeruht-Buff wird um 5 Minuten erhöht. Erhöht den Komfort in deiner Basis. Klingt auch gut, oder? Schleichergriff. Geschick, Fernkampf. Holzfäller, Äxte und Holzobjekte einschließlich Bäume. Und der Steinmetz. Also auch sowas müsste ich eigentlich gehen, oder? Beim Abbau von Ressourcen besteht eine Chance, zusätzliche Ressourcen zu kriegen. Also ich würde schon die 4 Sachen hier nehmen, oder? Alle 4. Weniger Haltbarkeit verlieren. Und dass ich mehr Ressourcen kriege. Oh, und Ausdauer will ich haben. Sprintgeschwindigkeit wird um 10% erhöht, Ausdauer wird reduziert. Ja. Ja. Kondition. Giftwiderstand. Die maximale Zeit wird um 2 Minuten erhöht. Also man kann auch da so gehen noch, ne? Hier, pam, pam, pam. Und das könnte ich sogar jetzt machen. So. Verbrauchen wir ein bisschen weniger Ausdauer beim Laufen. Und laufen schneller. Das können wir ja immer noch machen. Aber erstmal so jetzt. Dass wir... So, können wir schon die ersten Truhen machen? Oh, kunstvolles Holz. Oh, okay, jetzt kriegen wir wieder neue Rezepte. Okay, wir haben ein neues Bett dazu gekriegt. Wir haben weitere Tische. Stühle. Alter, das ist ja ein Königsstuhl. Holzthron. Der nicht alles haben will. Bänke. Deko, Schränke. Regale. Ein Holzeimer. Werkzeuge und Komponenten. Ich baue den mal. Hier, kannst du reinkacken oder so. So, das war das. Ah,
Eine Truhe, ne? Und jetzt daraus eine magische machen. Dafür brauche ich zwei Seelen. Konnte der Dude hier oben... Der konnte uns auch Seelen herstellen, oder? Hast du hier auch irgendwas Neues? Nee. Du konntest doch Schleifstein. Mörser. Also den Eimer, den braucht man anscheinend für irgendwas. Weil guck mal, hier brauchte man ja auch den Mörser. Um mit dem Mörser zum Beispiel sowas hier zu machen. Also braucht man den Eimer für irgendwas. Aber doch da. So, zwei sehen. So, kannst du auch irgendwas neu? Deinen Rucksack müssten wir auch nochmal verbessern oder so. Oh, die Dodi, yeah. Hier getrocknete. Füllen wir mal auf. Salz. Achso, wegen Tierfell. Okay. Tschu. Boom. Ist aber genauso groß, ne? Welche war nochmal falsch und welche war richtig? Ich hätte doch irgendeine Kiste falsch gemacht gehabt. Ah, die. Ich glaube, die hier. Die war falsch. So. Vier rein, statt drei, ne? Ja. Also der muss... Nee, der muss. Oh, wir brauchen ja auch eine neue Fackel. Guck mal, so ist direkt in der Mitte. Bumm. Sieht alles noch nicht so richtig aus, aber egal. So, dat. Fackel nach da, Köpfe dahin. So. Fackel. Okay, das haben wir. Mach ich hiermit? Schau, muss ich so mitnehmen. Der muss doch... Egal. Ich lasse das so. Ist doch egal. Gut.
dann haben wir das erstmal soweit. Beim nächsten Mal werden wir dann mal hier den Norden abchecken, weil hier ist richtig viel zu tun. Wir haben ja hier unser Zuhause, das heißt, wir können hier easy... Ich weiß gar nicht, können wir da easy? Können wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Oder wir gehen dahin und gehen von dort große Runde. Höhleneingang, okay. Das glaube ich ist besser. Wir gehen hier hin, pam pam pam, große Runde. Weil sonst, glaube ich, müssen wir hier eigentlich durch. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo durchkommen. Oder wir nehmen einfach das und laufen hier. Hier haben wir ja eh noch was. Ja, ich glaube, so machen wir das. Wir gehen hier hin, gehen da hin, machen das. So, ich gehe scheißen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war Enshrouded für heute. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Ich hab das Spiel gespielt, das hat mir richtig Spaß gemacht. Die Action war cool, ich konnte mich darin verlieren. Die Schatten haben mich umhüllt, die Spannung war so groß. Es hat mich gepackt, bis zum nächsten Mal. Oh yeah. Wenn dir das Gameplay gefallen hat, dann abonnier mich bitte. Das war das Spiel Enshrouded, bin böse.